Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Anno 1800. Habe ich noch nie gespielt. Habe ich jetzt bekommen. Und wir legen auch direkt los. Kampagne. Wir machen erstmal ein freies Spiel, finde ich. Weniger Hilfe. Ich mag es ja sehr gerne. Unerfahren. Ja. Ja, komm, aber ein Grün bitte. Obwohl. Dann so. Zusätzliche Inhalte habe ich noch keine. Normal. Große Insel, Mittelinsel, kleine Insel. Benutzer definiert. Gibt es was Größeres als groß? Ja, okay. Inselgröße. Okay, dann. Ja. Das normale Game. Und wir starten rein. Noch nie gespielt, noch kein Tutorial oder so. Das heißt, das wird richtig, richtig witzig. Das heißt, wir spielen jetzt erstmal. Also erstmal einen freien Spielmodus. Dann wird noch die Kampagne kommen und dann gucken wir mal weiter. Ob ich irgendwelche Freunde oder so finde, mit denen ich dann spielen kann. So, wir starten auch direkt rein. Und es sieht für mich so aus wie so ein, wie. Also ich selber habe das einzige Anno, was ich gespielt habe, war Anno 1404, Venedig. Okay. Da muss ich jetzt erstmal, ups, reinkommen. Wahrscheinlich erstmal auf Essen aufgehen. Was war das denn? Ubisoft Club. Pff. Fischerei. Auf der Insel muss ein Gebäude sein. Okay. Ein Bauernhaus. Ich möchte es eigentlich so richtig schön linear haben. Das heißt. Ja. Ein Haus dafür wäre schön. Ach, das ist. Okay. Das heißt, ich baue hier mir ein. Ich würde sagen, ich baue hier mir ein Haus hin. Und verbinde das dann mit meiner Straße. Weil so habe ich das immer gemacht. Dann baue ich ein bisschen weiter und dann habe ich da hinten dann mein. Dann habe ich da hinten halt die ersten Häuser. Bauernhaus. Zack, zack. Landwirtschaft, oh, okay. Und ein Marktplatz, den braucht man ja, meine ich, damit die Leute überhaupt sagen, ja, okay, wir leben hier. Gerne. Okay, der ist ein bisschen ungleichmäßig, genauso wie früher. Würde ich sagen, komm, wir bauen ihn so dahin. Dann bauen wir einmal rum. Das ist nämlich so gesehen der Mittelplatz. Ein bisschen schön möchte ich es auch haben, wenn. So. So. Zack. Und noch mehr Bauernhäuser. Alles in Ordnung, soweit. Ja, okay. Ja, hier gibt es auch Bedürfnisse. Arbeitskleidung. Und Fische. Also Essen. Wir brauchen 50 Bewohner. Wir haben erst 10. Okay. Ich glaube, das müssen wir auch hinkriegen. Zack, zack. Zack, dann können wir ja in die Richtung auch noch ausbauen. Wir können ja auch mal Anno 1404 Venedig mal mit dem Brownie spielen. Das wäre auch mal ganz schön witzig, glaube ich. So. Ja.
Wo ich schon gerade fast am Überlegen bin, weil das so ein bisschen unsymmetrisch aussieht. Gibt's das hier? Nee. Okay, wofür ist das? Ausbauen? Ach, okay, das sind die Upgrade. Zerstören. Okay, das ist Platz leer. Da kann ich wahrscheinlich irgendwas reinpacken. Hier auch. Bauernhaus und Straße. Ah, okay. Versetzen, kopieren. Das erklärt sich schon selbst. Schon fast. Ja, okay, und das ist unser Schiff. Stimmt, das können wir dann auch mal. Fahr einfach mal da hinten hin. Währenddessen bauen wir hier hinten weiter. Ja, sonst würde ich sagen. Ich finde es halt blöd, dass das Ding hier so unsymmetrisch ist, sonst wäre es halt viel schöner. Aber. Okay. Neue Gebäude freigeschaltet. Das ist wahrscheinlich unser. Okay, was heißt unser? Das Fischerei, ja. Die ist auch direkt schon so. Ja, okay. Bei Venedig war das ja normalerweise alles Holz und dann mussten die so halt. Musste man das so upgraden. Da konnte man aber auch. Es war ein nices Game. Ah, mal gucken. Zack. Ich würde sie einfach nebeneinander bauen. Okay. Aber das ist insgesamt Venedig ist, Venedig. Jetzt sage ich die ganze Zeit, die Venedig-Version. Insgesamt hier, Anno 1800 ist ja insgesamt so, das neueste Spiel ist es ja eigentlich. Kam dieses Jahr, glaube ich, raus. Warum gehen wir gerade in Minus? Gesamt. Ach, der Unterhalt oder was? Zufriedenheit. Bedürfnisse. Wo kann ich die steuern? Eigentlich konnte ich doch früher. Früher konnte ich die Steuern dann noch einnehmen. Kann ich irgendwie nicht. Warum kann ich denn keine Steuern ändern? Kann ich die irgendwie. Nee. Aufgabenbuch. Benachrichtigung. Warnungen. Dorf. Gut. Arbeitskleidung stimmt. Schäferei. Ja, da kommt noch was hin. Da hinten lohnt sich eigentlich richtig für. Ich mache das hier hin. Finde ich, es lohnt sich hier, glaube ich, am meisten. Zack. Ich glaube, das Ding können wir aber in der Stadt bauen, oder? Okay, es muss halt nur verbunden sein, aber ich glaube, das kriege ich hin, ne? Ja, ist ein bisschen größer. Jetzt muss ich noch ganz kurz gucken. Bauernhäuser. Können die zwei nebeneinander packen, ne? Ja. Ah, geht doch alles. Würde ich das so bauen, damit ich dann in die Richtung auch weiter ausbauen kann. Ich glaube, das gleiche kann ich dann auch hier mitmachen. Okay, die scheinen wirklich so schon ein bisschen zu weit entfernt zu sein. Baue ich das sogar hier hin. Hier. Einkommen, Ausgaben, Produktionsgebäude, Einnahmen durch Bewohner, Finanzen, Bevölkerung, kann ich, also
Das wird noch witzig. Ihr könnt auch gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Das wäre ganz nett. Also das wird noch richtig witzig. Oh. Besitzt jeder von denen schon eine Insel? Das Problem ist, ich achte nicht auf das Geld so sehr. Angehalten. Ja, okay. Hallo. Ich würde auch gerne weitermachen. Also das ist jetzt blöd. Wie kann ich denn jetzt sagen, ich möchte weitermachen? Ah, okay. Mit Escape. Zum Schiff springen. Nee. Also irgendwie muss ich doch Zufriedenheit. Irgendwie muss ich doch Einkommen, Arbeitskräfte, Luxus. Wie kann ich jetzt hier? Gut. Ja, noch kein Wollgarn. Gutes Argument. Warte mal. Naturpark. Ach stimmt, die muss ich ja schon früher auch immer einmal dran drücken. Jetzt muss man die aber so platzieren, okay. Ist auch mal was Cooles, was anderes halt. Aber sonst würde ich sagen, hier, da kommt noch einer hin. Wir sollten es eigentlich übelst platzeffizient machen, weil mehr Platz wir natürlich hier einnehmen, desto besser. Naja, jetzt haben wir auch gleich schon das erste. Steuern möchte ich gerne eigentlich erhöhen, ne? Hätte ich mal das Tutorial gespielt. Bevölkerung. Zeit, vergangene Minuten. Ach, das ist die steigende Bevölkerung, okay. Zufriedenheit. Ich habe zwar keine Ahnung, warum die gerade auf einmal gesunken ist, aber neues Gebäude freigeschaltet. Ja, okay. Komm, damit die mal ein bisschen zufrieden sind. Lohnt sich hier ein Wirtshaus? Ja, komm. Oh, das wird so hart in die Hose gehen. Ich glaube, ich werde gleich schon. Erste Folge schon verkackt. Super. Es passiert aber auch nur mir immer, ne? Ja, jetzt nicht so rumheulen. Plus. Minus. Keine Wirtshäuser. Wird doch gebaut. Oder? Bauphase. Bauen. Ja. Komm, jetzt habt ihr ein schönes Wirtshaus. Und selbst da habt ihr dann jetzt. Ich muss. Ja, okay, jetzt ist die. Jetzt sind die auch alle friedlicher. Aber trotzdem macht mir das Sorgen. Die Einkommen. Lager A, Finanzen.
Produkt. Ah, oh, die verbrauchen halt auch alle, stimmt. Wunderliches Dorf. Müsste nicht bei den Leuten jetzt alles immer noch nicht? Und hier gibt es sogar Lagerprobleme. Lohnt sich so ein Lagerhaus mehr so am Stadtrand zu bauen? Ach, okay, so kann ich es auch wechseln. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Ach komm, baue ich das dahin. Wahrscheinlich so Leute, die ja schon richtig schön durchgespielt haben und schon das komplett auswendig kennen, lachen mich jetzt aus. Ah, Mann. Warnungen. Gibt es immer noch keine. Routen. Diplomatie. Weltkarten. Oder Weltkarte halt. Das ist die alte Welt. Und. Junge. Das nenne ich mal was, was ich noch nicht gesehen habe. Also ist das so gesehen der eine Teil da. Dieses eine Gebiet, wo ich lebe. Ich habe die Weber. Ja, okay, die Weberei, die fängt jetzt an. Ich glaube, ich muss Handel betreiben bald. Was habe ich denn genug, dass ich es verkaufen könnte? Sie sind keine Händler. Sie haben keine Händlerrechte mit dieser Partei. Ernsthaft? Okay. Oh, es geht ein bisschen runter. Warum ging das denn jetzt ein bisschen runter? Leute, das Geld. Wir verlieren weniger. Nein, mein Sohn, da leben die Ratten. Die werden da schlimme Krankheiten machen. Können wir nicht gebrauchen. Naturpark. Grasland. Das ist natürlich ein schöner Naturpark, so ein Grasland. Ich würde aber sagen, ich baue irgendwann mal hier hinten so einen Park, also einen richtig schönen. Insgesamt, die Insel sieht sehr schön aus, finde ich. Was ist das denn? Ölquellen. Und das ist wahrscheinlich Lehm, ja. Boah. Da können wir noch viel bauen. Dann erobern wir irgendwelche anderen Inseln mal und dann geht's ab. Und ich. Ja, okay, stimmt. Ihr fehlt noch Schnaps. Okay. Da. Macht man Schnaps etwa aus Kartoffeln oder wie? Leute, das würde ich jetzt gern wissen. Macht man das wirklich aus Kartoffeln? Okay, warte mal. Das hat doch keinen Rahmen wie die. Ja, okay. Das ist einfach nur so ein Ding, das platziert man. Ich würde es auch eigentlich nur da hinten platzieren.
Solche Anbaudinger platziere ich sehr ungern in der im Dorf. So. Und Schnapsproduktion, die kommt dann, solange das auch geht. Warte mal. Ja, okay, es kommt beim Lager, glaube ich, hier an, ne? Warte mal. Kartoffeln. Oh, Felder braucht es trotzdem. Ah, okay. Okay. War klar, dass hier irgendwie Felder platziert werden müssen. Das wäre auch viel zu einfach gewesen. Dann haben die jetzt zumindest ein großes Anbaufeld. So, und das wird doch eigentlich da drin gespeichert und das kann ich dann von da aus zur Brauerei bringen. Ja, darum müsste das eigentlich gehen. Ja. Was läuft hier alles? Außer halt das Geld, das läuft uns weg. Ob wir einfach mehr Leute brauchen. Wir machen jetzt einfach mal. Wenn, dann müssen wir jetzt ja eh weiter ausbauen. Ups, das war nicht so gewollt. Das war ganz und gar nicht so gewollt. Besser geht immer. Ja. Seid mal froh, dass da überhaupt was kommt. Irgendwas fehlt immer. Wo wird überhaupt angezeigt, ob wir... Wird das einfach nur hier angezeigt, dass wir Essen brauchen? Ja, scheint so. Das ist ja... Na toll, es reicht nicht bis dahin. Das heißt, wir können auch mal ein extra Lagerhaus nur für die bauen. Dann bauen wir es da hinten. Sieht dann zumindest... Das sind die Hafenlagerhäuser. Das ist das allgemein für so Felder und das ist das Lagerhaus für den Hafen, der hier entsteht. So, und das ist, oh, das kann dann einfach hier rüber gebracht werden, oder? Der bringt Garn. Ah, dem fehlt die. Ah, okay, es wird aber gerade eine Route gestartet. Das sieht doch natürlich gut aus dann. Feuerwache. Das überdeckt ein bestimmtes Bereich. Aber eigentlich wäre es halt auch ganz gut, wenn wir sowas bauen. Denn wer weiß, wann ja mal ein Feuer kommen kann. Weiß nicht, haben wir es überhaupt an? Naja. Warum? Shit. Mir fehlen noch ein paar Holzplanken. Eine. Mir fehlt eine Holzplanke. Okay. Jetzt haben wir eine Feuerwache. Jetzt sind wir zumindest relativ sicher.
Ah, ich guck mal. Dann geht die Aufnahme 25 Minuten. Ja, das ist noch im Bereich des Möglichen. Marktplatz, das. Da haben wir ja so gesehen alles außer natürlich Ubisoft Club. Besondere Arrangemente. Frohe Weihnachten Plakatwand. Ja, übrigens, frohe Weihnachten nach. Frohe Weihnachtszeit. Oh, das ist cool. Das sieht nice aus. Das muss dahin. Und ein Halloween-Ding gibt es auch. Können wir mal daneben platzieren. Das ist ja cool. Es gibt verschiedene Clubgebäude. Schön, dass sie sich selber verewigen, so gesehen. Oh, wollen ja jetzt nicht mehr nichts gegen sagen. Ist halt einfach manchmal so. Boah, ist doch ewig. Oder können haben jetzt schon. Ah, okay. Zack, 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 zack. Ein Zwischenziel. Industrie. Industriezeitalter. Ja, die wollen halt alles haben, was man so gesehen machen kann. Kleiner Hafen. Dieses Mal kann man das früher machen. Ich meine, den Hafen konnte man den schon bei zweiten Sache machen oder war es sogar erst dritte? Ich meine, es war dritte sogar erst. Oder? Da weiß ich jetzt nicht so genau. Ach, okay. 150 Arbeiter auf dieser Insel. Ich würde sagen, wir müssen auch mal die Holzfällerproduktion erhöhen. Den wir dann jetzt einfach sagen. Komm, wir. Also, so. Und dann so. Zack, zack. Feinarbeit, die sich hoffentlich gezahlt macht, dass es auch gut aussieht. Naja, es geht. Ach, Lagerhaus natürlich. Ein Lagerhaus fehlt. Du möchtest dein eigenes Lagerhaus, das war klar. Oder was willst du? Kein Lagerhaus. Möchte halt ehrlich. Oh. Es ist ja eigentlich übelst die Verschwendung. Finde ich. Reicht das? Ich hoffe für dich, ne? Nee. Wenn, dann muss da ein Lagerhaus sein, aber dann komm, dann lassen wir es da. Ach nö. Das war so unnötig. Aber wir werden ja eh wahrscheinlich ein zweites Lagerhaus brauchen. Also warum nicht? Okay, aber ein zweites, nicht mal das geht. Kommt das zweite Sägewerk aber auch direkt daneben. Oh, stimmt, dann wird das ja eigentlich direkt verarbeitet. Warte mal, brauchen wir denn überhaupt den Weg dahin?
Nee, es wird eher dann mit dem verbunden. Nö, brauchen wir nicht. Das ist doch auch gut. Was können wir unter Arbeiter schon machen? Boah, wir könnten eine Lehmgrube machen. Aber hier gibt es so eigentlich keine in der Nähe. Die einzige, die ist da schon da ganz weit hinten. Na, vielleicht in die Richtung? Nö. Ach, da! Aha. Zack. Dann müssen noch Wege. Ich möchte ja eigentlich so weiter haben. Und dann die Bauernhäuser. Dann einfach so. Können wir es auch bis rüber, bis drüben rüberziehen. Ja, okay, es sind Bauernhäuser. Wir haben nur nicht genug Planken. Natürlich fehlt ein Lager. Sonst unter Arbeiter zur Ziegelverarbeitung. Ja, komm. Das und das, das wird schon noch was. Aber ich würde eher erst upgraden, oder was lohnt sich mehr? Ich finde upgraden. Ist er ein Weihnachtsmann? Ein Priester-Weihnachtsmann. Okay. Hat aber eine ganz schön große Reichweite. Ich glaube nicht, dass die so groß war in 1400. Alter, wie viele Leute da hingehen. Ein letzter Blick. Zeitung. Wittstein ist voller Freude. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde meine gegenwärtige Laune atemberaubend acht an halb ansiedeln, äußerte sich der Bewohner bei der jüngsten Volkszählung. Aber wunschlos bin ich nicht. Wow. Bankrotterklärung. Olu Zitroneste ist in der Missenfrage, bis das Gericht kommt. Okay. Neue Gesellschaft schlägt Wurzeln. Siedelt die erste Insel ein Kängen. Ja, okay. Lektionieren, veröffentlichen. So Leute, ich würde aber erstmal sagen, das war's mit der Folge. Hoffentlich hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.